Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung Broken Wings und der Kollege hier ist bereit, sich mental darauf vorzubereiten, dass wir unseren dritten Auftrag erfüllen wollen, nämlich die dritte Geisel befreien. Und dazu schauen wir mal kurz rein. Stoppe, und zwar hier in die Fahndung. Wir machen ja gegen den Uhrzeigersinn weiter. Mitchell Billings ist der Nächste, den wir suchen. Und den müssen wir befreien aus Constitution Hall, Washington D.C. Dann schauen wir doch mal. Constitution Hall ist hier. Und da scheint was zu sein, was wir erreichen müssen. Den Kontrollpunkt auf jeden Fall. Okay, verfügbar. Das heißt, wo reisen wir hin? Wir nehmen, glaube ich, am besten hier die Schnellreise. Los geht's in den Hyperloop und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier den guten Billings aus den Händen der Entführer entreißen können. So, Dele, auf geht's. Einmal durchgeladen und bereit machen. Die Waffe entsichern. Und da geht's auch schon wieder ab. So, da ist noch einer. Und weiter geht's. Zur Geisterbahn müssen wir. Okay. Geisterbahn, das sagt mir irgendwie gar nichts. Da sind wir im richtigen Viertel, Constitution Hall. Und da passiert wieder was. Nehmen wir mit. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Ach, das ist mit der Geisterbahn gemeint. Okay. Ich denke mal, dass wir auch hier gleich unsere Verstärkung in der Nähe haben. Ach du Schande. Da treiben die sich rum. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Haben wir eigentlich da was? Nein, da haben wir nichts. Okay, dann legen wir los. Ja, es war gerade kein anderer da. So. Das habe ich soweit begriffen, dass da noch mehr kommt. Naja, die Jungs da oben, die machen uns dann ein bisschen die Hölle heiß. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Oh ja, gehen wir mal hier runter. Ja, den haben wir. Zusätzliche Feindkontakte. So, eigentlich müsste ja die linke Flanke gedeckt werden durch unsere Geschütze. Oh, da ist ja einer. So, unsere Verstärkung ist jetzt auch mittlerweile da, ist aber auch im Gefecht mit den Kollegen da drüben. Ja, das gefällt mir nicht. Wir brauchen hier ein bisschen Frieden auf der linken Seite. Okay, jetzt sind sie aus dem Spiel genommen. Okay, das war, glaube ich, eine Lieferung, oder? Ressourcenkonvoi nehmen wir mit. Und vor allen Dingen hier auch die Munition nehmen wir mit. Dann gehen wir mal hier in erhöhte Position. Bringen unser Dröhnchen. So, machen ein kleines Feuerwerk hier. Ah, das Geschütz gefällt mir gar nicht. Immer auf den Buben da oben. Immer auf den Buben. Dann gehen wir mal näher ran. Und versuchen mal hier hochzukommen. So, was macht er hier? Das ist nicht gut.
Geschütz nehmen wir raus. Das bringt nichts mehr. Oh ja, da unten sind auch welche. Dann nehmen wir doch unseren Werfer. So, da liegt noch was. Ja, die Frage ist, kommen wir hier schon hoch? Dann könnten wir das Geschütz hier oben unterbringen. Oder sind wir hier zu eilig, zu schnell? Okay, zack. So, wo treiben sie sich rum? Da sind irgendwo da hinten noch welche. Okay. Oh ja, hinter uns oder wo? Ach du Schande. Ja, dann gehen wir mal hier in Deckung. Ach nö. Ups, dann hier runter. Ei, jetzt wird's aber eng hier. Jetzt wird's aber eng. Und hier rüber. Und in Deckung. Das war's. Agent braucht Verstärkung. Habt ihr zu viel? Oh ja, Kontrollpunkt verteidigen. Dachte ich es mir doch. Dann mach, dass du da wegkommst. Das war noch zu früh gefreut. Ich weiß, dass du... Na? Ja, irgendwie ist das nicht ganz so gut hier. So ist besser. Ach, guck an, da hinten das Geschütz macht uns ein bisschen Stress. Aber ich glaube, wenn wir ihn hier aus dem Spiel nehmen, hat sich das erledigt. Von links kommen welche. Ja, er kann leider nicht mehr zur Party mitmachen. Auch er hier sieht nicht so aus, als wenn er es lange durchhält. Der schwer gepanzerte Feind kommt von links oder rechts? Von links wird er kommen. Da hinten tut sich was. Ja, dann nehmen wir das Geschütz hier weg und warten, bis es wieder im Cooldown ist. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Wo seid ihr denn? Ja, da hinten. Ach du dicke Märter. Oh je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Da gönne ich mir jetzt aber ein kleines Medipack, ne? Ach du Schande. Hat der mir hier aber voll eine gebrezelt und ich gucke auch noch richtig rein. Und denk mir, ja, wird schon, wird schon. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. So, okay. So, da hinten kommt noch mal einer angetigert. Das war er. Ah, keine Munition mehr. Der Doc wurde zum Outcast-Arbeitslager gebracht. Er ist ein guter Therapeut. Wenn Sokolova will, dass er die Leute behandelt, habe ich sie vielleicht falsch eingeschätzt. Okay. Ja, soweit ist klar. Wir müssen Outcast-Arbeitslager. Das ist dein Kopfgeldeinsatz. Wir werden aber jetzt erstmal hier ein bisschen einsammeln. Obwohl, was können wir uns eigentlich auch schenken, denn... Ah, da gibt es Munition. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Wollte ich nämlich gerade sagen, wir haben ja den Nachschubraum. Dort gibt es auf jeden Fall Moon. Ach, da hinten liegt auch noch irgendwas. Verbündeter Nachschubkonvoi in der Nähe. Ja, das mag so sein. Ah, da.
Aber um den werden wir uns jetzt nicht kümmern. Kommen wir hier rüber? Nein, da kommen wir nicht rüber. Da kommen wir auch nicht hoch. Hä? Wir müssen hier hoch. So, Dilly. Aber jetzt erstmal zum Nachschubraum. Bleib wachsam. Das ist wichtige Arbeit. Ja, da hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Du hast die Situation richtig erkannt. Du schätzt die Lage absolut richtig ein. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir mal alles mit. So, Munition ist aufgefüllt, oder? Yep. Dann jetzt zum Kollegen. Kopfgeld. Nee, anscheinend noch nicht. Wie war's? So, jetzt. Kilo One. Nee, zu ihm hier müssen wir. Das Kopfgeld ist für uns wichtig. Kopfgeldeinsatz aktivieren. Das bestätigen wir doch gerne. Und es ist ganz in der Nähe. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Okay. Dann müssen wir da lang. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Ja, danke. So, die Frage ist, wo kommen wir wieder rein? Wie ist das Ganze wieder aufgebaut? So, da wird transportiert von unseren Verbündeten. Da vorne gibt's Stress. Da vorne gibt's Stress. Oh, ist da rechts was? Ah, da oben kommen sie raus. Okay. Ja, da müssen wir hoch. Ach, das ist die Geschichte wieder. Okay. So, irgendwo von links kommt noch was und von rechts. Ja, okay, der hat sich erledigt, aber der hat auch was fallen lassen. Ich muss jetzt schnell sein. Okay. Da ist einer. So, was ist denn jetzt? Können wir jetzt uns den wesentlichen Dingen zuwenden? Nicht immer dieses Herumgeplänkel hier. So, da müssen wir rein. Dort wird's eklig. So, wenn ich jetzt richtig weiß, können wir auch da oben. Ah ja, da haben wir Spezialmunition, die nehmen wir mit. Okay. Ups, und weg. Unsere oder eure? Oder meine? So, irgendwo, ich wollte gerade sagen, irgendwo kracht es hier. Da hinten nochmal. Ah. Nee, bitte nicht. Sie, oder? Nee. Oh, diesmal sind wir aber
Diesmal sind wir aber... Also, Danny, da geht die Tür jetzt auf. Genau. Was heißt das? Sind da noch welche? Ja, aber die sind auf der anderen Seite. Da müssen wir ja hin, ne? Gut, das nehmen wir mit. Da geht's hoch. So, da sollte jetzt keiner rauskommen, denke ich doch nicht. Die sind auf der anderen Seite. Da müssen wir lang. Da gibt es noch mal ein bisschen Moon. So, ist alles im Cooldown. Können wir loslegen? Jo, sehr schön. Dann hier durch die Spiegel-Arena, durch den Spiegel-Saal sozusagen. So, dann gehen wir hier auf die Ecke. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass keine hinter uns reinlatschen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo seid ihr? Da kommt noch was. Nee, du kommst mir da nicht hoch. So, da nochmal. Ziel gesichtet, Sheriff. Ja, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Jetzt wird's spannend. So, und ihn hier müssen wir kriegen. Private Walker! Private Walker! Ich glaube nicht, dass es so ein langes Spiel wird. Funksignal abgefangen. Unsere Leute im Nest sind am Rande eines Burnouts. Sie brauchen eine Pause. Sie halten das nicht mehr lange durch. Danke für Ihre Einschätzung, Dr. Billings. Ich schicke Ihnen ein Ersatzteam. Gehen Sie zum Nest. Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Sehr schön, also. Haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Danke. Na, was ist los? Oh, dann halt nicht. So, dann werden wir hier mal ein bisschen einsammeln. Sammel, sammel, sammel. Und da haben sie einige versucht, zu hoch zu kommen. Hat es ihnen nicht gelungen. So, okay. Ich denke, das passt soweit. Das soll es erstmal wieder gewesen sein für diesen Teil. Wir werden versuchen, den guten Mitchell Billings zu kriegen. Der scheint Arzt zu sein, so wie ich das heraushöre. Und den brauchen wir definitiv für unsere Basis, für unser Camp. Sehr schön. Was haben wir noch zu machen? Lauren Fong. Achso, nee, ist doch. Hier müssen wir rüber. Das Nest müssen wir als nächstes erreichen und mit Sicherheit freikämpfen und dann wird es mit Sicherheit wieder einen Kopfgeldeinsatz geben. Aber das, Freunde, werden wir erst in der nächsten Folge spielen und sehen. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.